Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Dort in der Mitte sehen wir den Zustand der Waffe quasi, der Proteaner-Waffe, die die Menschen bauen. Hier haben wir ein Kriegsterminal. Naja, also das, alles super. Müssen wir eigentlich auch gar nicht alles durchlesen. So, und wir reden mal mit den Leuten. Commander, Sie sagten, eins Ihrer Schiffe wird vermisst? Es ist abgestürzt. Das konnte ich vor dem Kroganer nicht sagen, weil es auf Tuchanka war. Eine Vorhut der Reaper hat sie mittlerweile auf dem Planeten festgenagelt. Was machen Ihre Männer dort? Tut mir leid, aber das ist geheim. Nun, sie müssen unbedingt gerettet werden und ihre Mission erfüllen. Es ist eine Sache des galaktischen Friedens. Ich tue, was ich kann. Ich weiß ihre Hilfe zu schätzen und ihr Verständnis. Ich verstehe, dass das eine schwierige Zeit ist, Primarch, aber die Erde geht ohne Verstärkung. Okay, das hatten wir schon mal. Haben Sie mein Wort darauf? Ihre auf Tuchanka abgestürzten Männer, wie viele sind das? Ein Zug. Warum war Ihre Mission eine Sache des galaktischen Friedens? Tut mir leid, Commander. Wie gesagt, es ist streng geheim. Wenn ich meinen Arsch dafür riskieren soll, will ich antworten. Das kann ich nicht sagen. Bitte verstehen Sie das. Der Commander ist Lieutenant Tarquin Victus. Er ist Ihr Kontakt. Victus? Mein Sohn, ich brauchte jemanden, dem ich vertraue. Nach der Heilung der Genophage? Die salarianische Dalatras fragt sich, was die Kroganer nach der Heilung tun werden. Wie sehen Sie das? Wenn wir die Reaper nicht aufhalten, spielt das keine Rolle. Aber ich verstehe Ihre Zweifel. Der Mond, auf dem Sie mich gefunden haben? Dort fand unsere letzte Schlacht gegen die Kroganer statt. Sie kannten keine Gnade. Und die letzte Schlacht? Wie ist es ausgegangen? Die Kroganer setzten Asteroiden als Waffen gegen unsere Kolonien ein. Wir hatten nur noch ein letztes Mittel. Die Genophage. Ja, die Pläne der Kroganer nach dem Krieg sind wirklich ein Problem. Aber mir ist ein dankbarer Verbündeter lieber als ein nachtragender Feind. Die Kroganer um Hilfe zu bitten, muss schwer für sie sein. Die Fehler der Vergangenheit dürfen uns nicht die Zukunft vernebeln. Unser beider Völker waren einst Feinde, beim Erstkontaktkrieg. Ich war dabei und bin den Geschossen ihrer Navy ausgewichen. Und was ist jetzt? Wir stehen in einem turianisch-menschlichen Schiff und arbeiten zusammen. Das ist alles. Natürlich, Commander. Ja, ja. Zeiten ändern uns. So, unser Schiff wird auch immer voller. Shepard. Sie haben auf Surkesh kämpferische Kompetenz bewiesen. Ihre Ausrede wegen Melans Daten mag gelogen sein, aber noch verfüttere ich sie nicht an meine Varen. Sie sagten, ein Trupp wird vermisst? Wir haben beunruhigende Gerüchte gehört über das Rachni-Portal. Rachni? Dann brach der Kontakt zu einigen Kundschaftern ab. Ich habe meine besten Leute, die Kompanie Aralak, hinterhergeschickt. Sie können sie vor Ort treffen. Ich dachte, wegen ihrer Erfahrungen mit dem Rachni wären sie gern dabei. Ich tue, was ich kann. Hoffentlich reicht das. Was werden die Kroganer nach der Heilung der Genophage tun? Da ich sie geheilt habe, wird mein Wort bei allen anderen Clans Gesetz sein. Dann wird sich ihr Rat erinnern, weshalb er die Kroganer gefürchtet hat. Hört sich an, als ging es Ihnen um Vergeltung. Mein Volk hat großes Unrecht erlitten. Für die Genophage niemanden zu bestrafen, wäre Schwäche. Zumindest sichert die Androhung von Rache, dass eine Übereinkunft getroffen wird. Gewalt kann ein nützliches Werkzeug sein, Commander. Wie ist die Lage auf Tuchanka? Mir wurde gemeldet, dass weitere Reaper-Truppen eingetroffen sind. Sie planen etwas. Sie klingen fast erfreut.
Das bin ich auch. Gegen Feinde, die alle fürchten, sind wir am besten. Die Salarianer verstecken sich, die Turianer betteln um Hilfe. Aber die Kroganer, wir bitten die Reaper herein und vermessen ihre Köpfe als Trophäen, bevor wir sie töten. Auf Sorkesh schien die Kroganerin sie nicht besonders zu mögen. Das ist unwichtig. Ich bin ihr Clanführer und sie wird mir gehorchen. Ihre Immunität ist ein unerwartetes Geschenk. Die anderen Clans müssen Erdnord als Herrscher akzeptieren. Wir werden schon bald zahlreicher sein als sie. Wie konnte es Ärger mit den Rachni geben? Die letzte Königin ist schon ewig tot. Sie können nicht zurück sein. Das behaupten sie. Reeve, sie sind ausgerottet. Die Kundschafter haben jedenfalls etwas gefunden. Kann harmlos sein. Oder die nächste Invasion. Wenn es Rachni sind, müssen wir sie aufhalten. Das ist wahr. Zurück an die Arbeit. Ja, es gibt sehr viel zu tun. Mhm. So. Da ist nichts. Niemand will mit uns reden, wüsste ich zumindest nicht. So, weiter. Was ist das? Ach komm, hier lag noch was. Jetzt haben wir diesen Raum auch mal genutzt. Man sollte meinen, die Salarianer würden eine Basis auf ihrer Heimatwelt besser absichern. Nein, das war schon angemessen. Aber Cerberus hat Reaper-Tech und verglichen damit hätten die Salarianer genauso gut mit Steinen werfen können. Ja, das ist allerdings wahr. Neue Nachricht? Vater, wir haben neue Berichte über Cerberus-Aktivitäten auf Tuchanka. Ich habe es auf der Galaxiekarte markiert. Commander, schön, Sie wiederzusehen. Wie kommen Sie zurecht, Trainer? Endlich fühle ich mich nützlich. Es war viel Arbeit, Datenfeeds für den Kriegsgipfel zu integrieren. Halten die Systeme? Naja, zum Glück haben wir Stresstests gemacht. Spezialistin Trainer war sehr hilfreich. Dank ihrer Arbeit sind die Daten der Einsatzzentrale jetzt korrekt. Vielen Dank, Edie. Ich muss mich noch an alles gewöhnen. Im Labor wurde alles gehortet. Überall stapelweise Tech. Hier lebt man wie in einem Schuhkarton. Das wird schon. Das Leben auf einem Schiff wirkt anfangs immer beengt. Sie gewöhnen sich dran. Oh, das ist nichts Schlechtes. Ich mach's mir schon gemütlich. Es ist wunderbar. Im Labor mussten wir horten, weil wir kein Budget hatten. Jetzt? Edie? Ariaketech hat einen geschützten Smart-Algorithmus, der unsere Ferndaten säubern könnte. Können wir den kaufen? Das geht. Upgrade wird analysiert und aufgespielt. Der Algorithmus verkürzt die Analysezeit für strategische Fernkampfdaten um 3%. Beeindruckend. Wenn ich die benötigte Ausrüstung bekomme, lebe ich gern in einem Schuhkarton. Commander, also. Ich habe sichere Kommunikationsleitungen mit den Regierungen der Turianer und Salarianer eingerichtet. Nee. Ihnen ihre Kampfdaten hinzugefügt. Hoffentlich erfahren wir dadurch mehr darüber, was vor sich geht. So. Guck mir nochmal das Terminal an. Da ist ein Upgrade wartet auf Sie. Was? Sehr geehrter Herr Commander Shepard. Eine der von Ihnen gefundenen Daten haben es mir ermöglicht, ein Upgrade für Sie zu erforschen. Greifen Sie einfach auf das Terminal in Dr. Tassonis Büro zu. Dann können wir Sie selbst bestimmen, wie und wann Sie es implantieren möchten. Das war von Glyph, falls man es nicht gemerkt hat. So, unser Privat... Ach ja, mit der Musik. Und Coin! Schön. Schön, wie auch die Fische danach umgehen, wenn sie füttern wollen. So. Aber das ist eigentlich nicht der Hauptraum. Kudeck. Ich wollte jetzt mal so mit der ganzen Bande reden, deswegen. Hallo? Wer auch immer sie sind. Aha. Ich kann die auf jeden Fall nur salutieren lassen. So, wen haben wir denn hier? Hier. Wer haben hier. Organerinnen noch? Finden Narben attraktiv. Garrus ist loyal, einigermaßen intelligent, etwas aggressiv. Fast wie ein Kroganer. Zum dritten Mal, Doktor. Ich bin nicht interessiert. Ah, Shepard. Wir haben gerade... Gehen Sie weg von ihr.
Sie gehört Ihnen nicht. Es ist in Ordnung, Reef. Nichts ist in Ordnung, wenn Salarianer im Spiel sind. Der hier ist anders. Was machen Sie da? Einfacher Bluttest. Weniger schmerzhaft als Beschuss durch Cerberus-Truppen. Shepard, bitte. Ablenkung kontraproduktiv. Beeinträchtigt Entspannung der Patientin. Er ist vertrauenswürdig, Reef. Er war Ihre Insiderquelle, Reef. Sie können ihm trauen. Ich traue noch nicht mal Ihnen, Shepard. Und jetzt ist dein Erzfeind plötzlich der beste Freund meines Volkes? Keineswegs. Finde sie persönlich abweisend und unangenehm. Werde ihrem Volk dennoch helfen. Aber Sie haben die Genophage verbessert. Stimmt. Hätte aber Ihre Spezies sterilisieren können. Ohne Blutvergießen. Unumkehrbar. Simpel. Problem, das sich nicht mit der Schrotflinte lösen lässt, muss schrecklich sein. Zum Glück kann ich helfen. Halten Sie sie einfach am Leben. Besorgnis ist rührend. Nicht vergessen, brauche noch Gewebeprobe. Wehe, es schmerzt. Keine Versprechungen. Wenn Sie kurz Zeit hätten, Shepard. Natürlich. Oh, was haben wir denn hier? Bonuskräfte neu zuweisen. Was? Was? Schalten Sie schwer gepanzerte Einheiten aus. Erhöht Waffenschaden. Mehr Schaden gegen Panzerung. Was haben wir hier? Verstärkt Panzerung durch schützende Foucault-Ströme. Und das müssen Sie laut machen. Ja, auditiver Lerner. Machen wir. Denken hören, Konversation simulieren, um neue Ideen zu fördern, Produktivität zu maximieren. Aber Sie reden über meinen Tod. Oh, Verzeihung. Medizinische Details fördern emotionale Belastung. Hatte Effekt auf Patienten nicht bedacht. Nein, ich kann dabei nur nicht schlafen. Gebe Bestes, sie am Leben zu halten. Vermeide sensible Themen. Aha. Shepard, Blutuntersuchung abgeschlossen. Ivas System steht unter schwerem Stress. Derzeit stabil, aber fehlen von Malens Forschungsdaten problematisch. Dagegen können wir jetzt nichts tun. Nein. Ich frag nur ungern, aber gibt's Auswirkungen aufs Heilmittel? Nein. Heilmittel bleibt wirksam. Aber langfristige Prognose für Iva... bedenklich. Tun Sie Ihr Möglichstes. Natürlich. Wissen Sie, warum sie immun ist? Genophage beeinflusst Hormonproduktion während Schwangerschaft. Modifikationsprojekt nutzte denselben Umstand. Ihre Immunität völlig anders. Befallene Drüsen jetzt funktionslos, wie Blinddarm beim Menschen. Andere Drüsen mutiert, produzieren richtige Hormone, ermöglichen Geburt. Erklärt auch Ihre Schwäche. Drüsenersatz nicht perfekt. Gesundheitsprobleme. Und Sie können es einsetzen? Könnte das bei allen Kroganerinnen klappen? Ja. Benutze Ivas Gewebe für Herstellung von Mutagen. Ändere Drüsenfunktion bei gesamter Spezies. Muss Mutagen ebenfalls verbessern. Hormonproduktion feinjustieren. Sonst chronische Krankheit bei allen Kroganern. Ja, passiert schon. Und wir haben die Daten nicht mehr. Überlegung nutzlos. Zum damaligen Zeitpunkt korrekte Entscheidung. Aber jetzt würden Sie uns helfen. Schuldzuweisung sinnlos. Daten verloren. Müssen mit Konsequenzen leben. Hätte gern mehr Daten, ja. Würde Rettung von Iva erleichtern. Sind aber vernichtet. Hielt fehlerhafte Quelle für zu gefährlich. Und Malen? Weiß man etwas Neues über Malen? Vielleicht könnte er die Daten rekonstruieren. Nein. Habe beim Versuch, Iva zu helfen, Suche nach ihm veranlasst. Bisher ohne Ergebnis. Galaxie groß. Viele Verstecke. Könnte genauso gut bereits tot sein. Würde ihn jetzt töten, falls möglich. Außer er könnte helfen. Ist das okay für Sie? Also heiligt der Zweck die Mittel? Nicht meine Mittel. Aber Sie nutzen die Daten und ermuntern zu weiteren Experimenten wie Malens. Ermunterung unnötig. Wissenschaftler werden immer unethische Tests durchführen. Kann daran nichts ändern. Aber kann Iva helfen? Kann Genophage heilen? Werde für ihr Überleben entscheidende Daten nicht wegen unethischer Herkunft ignorieren. Irgendwas Neues über Malen? Ah, das hatten wir schon. Nein, Galaxie groß. Ah, oh, ja, ja. Irgendwas nein, Neues? Nein. Da habe ich die falsche Taste gedrückt. Möglich. Außer er könnte... Wie geht es ihr? Momentan kein Fieber. Herzschlag erhöht, vermutlich stressbedingt. Nahrungsaufnahme normal. Könnte weitere Decke brauchen, etwas Weiches. Empfehle vollständige Erholung vor Herstellung von Heilmitteln. Meine medizinische Ansicht. Mein Volk hat dafür keine Zeit. Sie vertritt eine andere Meinung. Sie sind Ihr Freund? Sie schätzen Sie. Meine Patientin, meine Verantwortung. Fand sie auf STG-Basis.
hat 3 Ärzte beim Versuch verletzt, sie zu fixieren. Entfernte Armfessel, wehrte mich nicht, als sie mich packte, versprach ihr Hilfe. Sie sagte, bitte. Sie haben Ihre Arbeit an der Genophage immer verteidigt. Weshalb der Umschwung? Es gab keinen Umschwung. Genophage damals richtige Entscheidung. Neue Umstände erforderten Kurskorrektur. Welche Umstände sind das? Reaper-Invasion. Untergang der Turianer ohne koganische Hilfe. Koganer brauchen vereinte Bedrohung als Aggressionsventil. Kooperative Symbiose. Und das ist alles? Sonst nichts. Keine persönlichen Interessen? Werde alt, Shepard. Nur noch wenige Jahre, aber immer noch bester Kandidat für Projekt. Wenige salarianische Wissenschaftler an Genophage interessiert. Niemand mit meiner Expertise. Gar keinen anderen. Hätte jemand anders es nicht geschafft? Vielleicht schon, aber ohne Erfahrung Risiko zu hoch. Es ging nicht um Sie. Meine Arbeit. Wiedergutmachung meine Aufgabe. Beweis, dass ich es kann. War nett mit Ihnen, Morden. Danke, Shepard. Bin froh, zurück zu sein. Werden Sie bleiben, wenn das hier vorbei ist? Bis zum Ende der Reaper auf alle Fälle. Danach noch unsicher. Habe Eindruck in Galaxie hinterlassen. Genophage-Modifikation, Genophage-Heilmittel, Arbeit gegen Kollektoren, Entscheidungen, Fehler. Gehe vielleicht ein sonniges Plätzchen. Am Strand sitzen, Ozean anschauen, Muscheln sammeln. Nach einer Stunde würden Sie durchdrehen. Könnte Tests an den Muscheln durchführen. Oh, Morden Solus, ich feier den Typen, das ist einfach mein Liebling. Danke, dass Sie mein Leben gerettet haben, Commander. Ich dachte nicht, dass die Kroganer noch Verbündete in der Galaxie haben. Wir schulden Ihnen viel, auch wenn die meisten es vergessen haben. Das ist entschuldbar. Unser Handeln hat Freundschaften nicht gerade gefördert. Zur Freundschaft gehört auch, dass man seinen Namen kennt. Leider kenne ich Ihren nicht. Ich habe ihn an dem Tag abgelegt, als ich eine Schamanin des Frauenclans wurde. Ich gehöre jetzt meinen Schwestern. Aber vielleicht verrate ich ihn ihnen eines Tages, wenn das alles vorbei ist. Ein weiblicher Schamane? Die Kroganer haben weibliche Schamanen? Der Schmerz bringt Weisheit hervor. Und die Genophage hat uns sehr weise gemacht. Statt der Verzweiflung zu erliegen, haben einige von uns beschlossen, die alten Riten zu bewahren. Wir hüten unsere Kultur, unser Wissen, unsere Geheimnisse. Und wenn wieder Kinder unter uns leben, werden die Kroganer aufblühen. Wie wurden sie Schamanen? Wie wurden sie geweiht? Man wird 7 Tage in einer Höhle eingesperrt, mit gerade genug Vorräten, um zu überleben. Am 8. Tag hungert man. Was beweist das? Entschlossenheit. Jeder Akolyt erhält eine Chance. Entweder gräbt er sich mit bloßen Händen durch den Fels oder er stirbt. Und wie haben Sie überlebt? Wie haben Sie das überlebt? Ich habe zunächst in die falsche Richtung gegraben. Es war völlig dunkel. Nur mein eigener Herzschlag trieb mich voran. Und dann? Ich habe das hier gefunden. Ein einfacher Kristall. Aber er wurde zu meinem Meißel. Nehmen Sie ihn, Commander, damit er Sie in der dunkelsten Stunde daran erinnert, dass es immer einen Ausweg gibt. Das klingt sehr brutal. Eine brutale Initiation. Aber eine erhellende. Das Leben in der Dunkelheit lehrt einen, das Licht zu schätzen. Mhm. Was halten Sie von Reef? Er beunruhigt mich. Reef ist im Kern ein Tyrann. Ich sehe es in seinem Blick. Ich bin der Schlüssel zur Verwirklichung seiner Ambitionen. Aber nicht alle Kroganer sind so wie er. Sein Bruder Rex war vernünftiger. Oh, oh, oh. Was wird Reef mit seiner Macht anfangen? Was fängt ein Tyrann mit Macht an? Früher waren die Kroganer ein mächtiges Volk. Aber nicht, weil wir vom Krieg träumten, sondern von einer besseren Zukunft für unsere Kinder. Durch die Genophage haben wir das vergessen. Vor allem Reef. Wird er Rache wollen? Ob Reef wohl Vergeltung für die Genophage will? Er hat davon gesprochen. Aber die meisten Frauen werden sich dagegen wehren. Wie? Nach der Heilung werden wir uns weigern, Kinder zu bekommen.
Reef braucht für seine Rache eine Armee. Aber wir werden keine Generation gebären, damit er sie zur Schlachtbank führen kann. Wenn Reef es versucht, kommt es zum Bürgerkrieg. Aber vielleicht hält ihn selbst das nicht auf. Was hatten Sie? So, das wollte ich machen, aber... Aber nicht alle. Ja. Rex war mal Teil meiner Crew. Ich wünschte, er hätte sich damals auch mehr Gedanken gemacht. Ich weiß, ich kenne die Geschichten. Aber dafür habe ich Rex bewundert. Er war bereit, dafür zu sterben, was für ihn das Beste für unser Volk war. Und nicht nur für ihn selbst. Rex mag damals im Irrtum gewesen sein. Aber Reef ist immer im Irrtum. Wenn Sie die Frage gestatten, wie war das, mit der Genophage zu leben? Ich kannte Schwestern, die mit der Schande der Unfruchtbarkeit nicht leben konnten. Sie wanderten hinaus in die Ödnis und hofften darauf, dass ein Dreschlund sie tötet und ihre Qual beendet. Hatten Sie auch jemals diesen Gedanken? Ja, nach meiner ersten Totgeburt. Was hat sie aufgehalten? Was hat sie vom Selbstmord abgehalten? Als mein Kind nicht atmete, hat mein Leben erst richtig begonnen. Die Genophage zwingt uns zur Hoffnung, denn es gibt nichts anderes. Wir haben keinen Grund zu leben, außer der Hoffnung, dass der nächste Tag eine Veränderung bringt. Und falls nicht, gibt es immer noch einen weiteren. Nach der Heilung der Genophage, was werden Sie da tun? Was wird wohl anders sein, wenn die Genophage geheilt ist? Unsere Spezies wird ihr Gleichgewicht wiederfinden. Die Frauen werden in Zukunft mitbestimmen. Wie in alter Zeit, bevor wir nur Spielzeug machthungriger Männer wurden. Die meisten wollen unbedingt jeden erschießen, der sich Schreck ansieht. Was sollten sie sonst auch tun? Die Genophage hat sie zu herumwandernden Killern gemacht, die Ziele suchen, um ihre Existenz zu rechtfertigen, Ausreden, um Ehre zu erringen. Was hat sie aufgehalten? Was hat sie vom Selbstmord abgehalten? Achso, oh Gott, das hatten wir ja schon mal. Wir haben keinen Grund zu leben. Morden. Außer der Hoffnung. Wie hat Morden sie behandelt? Besser als die kroganischen Männer. Er ist kein typischer Salarianer. Nein, nein, nein. Organredundanz führt zu neuer Periode von Metaphase. Kann das nicht ändern. Beschädigung der Telomere, vorzeitiges Altern. So ist er. Aber ich spüre auch Schmerz in ihm. Er hat mir von seiner Arbeit an der Genophage erzählt. Ich sollte ihn für einen Feind halten. Aber ich glaube, meine Schwestern und ich haben etwas in ihm verändert. Asari Vorcha Nachwuchs ist allergisch auf jedes Milchprodukt. Sein Ohr war's nicht. Hm. Wie sind Sie in Malens Experimente geraten? Die anderen Frauen und ich waren Freiwillige. Wir hatten gehört, dass Malen versuchte, die Genophage für den Verloc-Clan zu heilen. Ein rivalisierender Clan? Rivalitäten sind eine Erfindung der Männer. Unter ihrer Führung lag Tuchanka über 1000 Jahre lang in Ruinen. Es ist Zeit, dass wir Frauen unseren Platz in der Gesellschaft wieder einnehmen und eine Zukunft schaffen. Malen war unsere beste Chance. War es das wert? War es das Ganze wert? Absolut. Zum Entzünden eines Feuers genügt eine Kerze. Und schon gibt es keine Dunkelheit mehr. Und die anderen Frauen? Tut mir leid, dass sonst keine überlebt hat. Ich weiß. Korn, die Jüngste, starb als Letztes. Aber sie wusste, dass sie ohne den Fluch in die Leere eingeht. Und sie wird lächeln, wenn sie auf die Kinder von Tuchanka herabblickt. Ihr Geist wird die Amme meines Erstgeborenen sein. Ich habe gesehen, was Malen getan hat. Ich kenne Malens Labor, ein Kerker. Seine Experimente waren grausam. Das haben wir zu spät erfahren. Er meinte es gut, aber seine Methoden wurden immer barbarischer. Irgendwann konnten wir fliehen. Dann fand uns ein Team der Salarianer und rettete uns das Leben. Wir waren sehr krank. Das ist erstmal alles. Danke fürs Gespräch. Es war mir ein Vergnügen, Commander. Ich habe erst wenige Menschen kennengelernt. Ich bin dankbar für die Gelegenheit. Ja.
Ich würde sagen, wir machen erstmal einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.